Zurück in meinem Ruheraum fällt der Blick sicherlich allen, auch aller hier auf diese beiden Poster von der 41. Weltmeisterschaft in Chiba von 1991. Darum rankt sich eine nette Geschichte. Wir waren 1990 bei der Seniorenweltmeisterschaft in Baltimore und die Japaner hatten einen kleinen Advertising-Stand dort eröffnet und unter anderem diese Poster mitgebracht. Da war es natürlich mein großes Ziel, diese beiden Poster unbeschadet über den Teich zu bringen. Und wie man sehen kann, ist mir das durchaus gelungen. Und diese beiden Ping-Pong-spielenden Geishas zieren also seit geraumer Zeit diesen Raum. Das sind allerdings nicht die einzigen Poster, die es zu bestaunen gibt. Hier zum Beispiel haben wir ein Poster von der Team-Weltmeisterschaft 2000 in Kuala Lumpur. Hier dasselbe Poster, das da an der Wand war, im Kleinformat. Hier zwei Poster von der Weltmeisterschaft 2001 in Osaka. Ein Poster von der Tischtennis-Europameisterschaft 78 in Duisburg, bei der Wiebke Hendriksen und Wilfried Lieg Mixed-Europameister wurden. Meisterschaft 2000 in Bremen, wo ich zum dritten Mal eine große Ausstellung gehabt habe. Das war im Übrigen das Ausstellungsplakat, das die Ankündigung der Ausstellung zum 50. Jubiläum des Bayerischen Tischtennisverbandes 1995. Und hier etwas ganz Besonderes, ein Poster von der Weltmeisterschaft 1979 in Pyongyang. Ich glaube, davon wird es sicherlich ganz, ganz wenige noch geben. Und hier ein großes Poster von der Weltmeisterschaft 91 in Chiba. Das Besondere bei dieser Weltmeisterschaft war, dass die beiden jetzt leider wieder einmal verfeindeten koreanischen Staaten zu einer Mannschaft zusammengefügt an dieser Weltmeisterschaft teilnahmen. Das war das Besondere der Tischtennis-Diplomatie. Ich hoffe, dass diese beiden Staaten möglichst schnell wieder auf diesen Stand zurückkommen. Ja, wenn wir schon einmal hier sind, dann kommt Tony mal ein bisschen näher und zeigt, dass es neben Postern, Büchern, Pins, Autogrammen noch andere Dinge zu sammeln gibt. Medaillen. Sich mit fremden Federn zu schmücken ist natürlich eine feine Sache, aber glücklicherweise darf ich von mir behaupten, dass ich selber auch einige Medaillen gewonnen habe, und zwar Medaillen von besonderem Rang. Wir sind in den letzten 10 Jahren dreimal deutscher Mannschaftsmeister der Senioren, zweimal Zweiter und dreimal Dritter geworden. Mit welchem Verein? Mit dem Post-SV Mülheim am Anfang und hinterher mit dem TTC Union Mülheim, der dann mit der Post-SV hatte dann fusioniert mit dem TTC Union Mülheim. Aber nicht nur eigene Medaillen sind hier von besonderer Bedeutung, sondern hier gibt es Medaillen zu betrachten, die also schon etwas Besonderes sind. Ich muss mal eben
nachschauen. Haben Sie? Hier ist eine Medaille, die jedes Sammlerherz höher schlagen lässt. Eine Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb der Weltmeisterschaften 1939 in Kairo. Diese Medaille hat nicht einmal das ITTF-Museum in Lausanne. Fast genauso wertvoll eine Bronzemedaille vom Teamwettbewerb der Weltmeisterschaften 1933 in Baden. Sind das jetzt Medaillen, die gar nicht ausgegeben wurden oder wo man weiß, wer die einst bekommen hat? Da lässt sich also durchaus nachvollziehen, wer diese Medaillen bekommen hat. Warum die Menschen diese Medaillen dann weitergegeben haben oder möglicherweise verkauft haben, das kann ich also nicht sagen. Es gibt natürlich auch überzählige Medaillen oder Medaillen, die nicht einmal gebraucht wurden und deshalb ausgegeben wurden. So zum Beispiel hier etwas ganz Spezielles. Eine EM-Medaille vom vorigen Jahr im Herrendoppel. Warum ich die habe? Diese Medaille hat einen ganz, ganz kleinen Kratzer. Und die konnte man natürlich niemandem zumuten. Kein Spieler sollte eine mit einem Kratzer versehene Europameisterschaftsmedaille bekommen. Für einen Sammler ist es natürlich etwas ganz Besonderes. Besonders ist natürlich auch diese Medaille. Timo Boll war bis zum Jahre 2009 noch nie deutscher Mannschaftsmeister. Mit der Borussia aus Düsseldorf gewann er diesen Titel erstmalig. Und das ist die Medaille, die er bekommen hat. Seine Frau war so freundlich, mir die zu schenken. Neben Medaillen sind natürlich auch viele andere Dinge für die Geschichte des Tischtennissports von besonderer Bedeutung. So zum Beispiel ein solches Ping-Pong-Orgossima-Set, von dem es in dieser Form nur noch zwei auf der ganzen Welt gibt. Das Besondere dabei, Ping-Pong-Orgossima wurde vor dem Ersten Weltkrieg gespielt. Firma Parker und Söhne versuchte nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal auf den Markt zu kommen und hat dieses Spiel herausgebracht. Zum ersten Mal mit Noppenschlägern. Es erwies sich aber nicht mehr als besonderer Verkaufsschlager, sodass also davon nicht allzu viel, wie gesagt, nur zwei Spiele übrig geblieben sind. Zu einer Sammlung über Tischtennis gehören natürlich auch Videokassetten. Und hier haben wir eine komplette Sammlung von der Weltmeisterschaft in, jetzt muss ich erstmal nachgucken, in 2001 in Osaka. Osaka. 2003 war Paris, aber ich dachte, 2003 war da Paris. Ist von Paris zu lesen. Nein. Hier haben wir Kuala Lumpur und so geht es den ganzen Stapel entlang. Die Frage wird sein, wie lange halten sich die Bilder
bis der Zahn der Zeit an diesen Kassetten so empfiehlt sich, die dringendst zu digitalisieren. Also meine Erfahrung, hast du ja selber schon gesehen, unser Video von den Senioren-Europameisterschaften 95 in Wien, das hat schon arg an Brillanz verloren. Ah ja. So, und dann. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Dinge, die man sammeln kann. Zum Beispiel Akkreditierungen. Ich muss mal eben sehen, ob ich es sofort finde. Mach's mal aus.